Seite 83. Isaias, willst du bitte hier den Vers 1. Korinther 14, 12 lesen? So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Halleluja. Nee, heute ist das Thema Geschenke des Heiligen Geistes. Ich habe hier nicht geschrieben Gaben des Heiligen Geistes, weil im Grunde bedeutet das das gleiche. Gaben sind Geschenke. Aber das Wort Gaben hat natürlich in unserem Umfeld, in unserem, wie wir die Bibel lesen, können wir das ein bisschen besser verknüpfen. Es sind nicht ganz normale Geschenke, wie jetzt ein Hemd oder so, aber es geht um was anderes, es geht um die Gaben des Geistes. Um die Gaben des Geistes. Das heißt, Geistesgaben für die Erbauung der Gemeinde. Interessanterweise sagt der Apostel Paulus hier, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert. Ne, der hat geschrieben an den Korinthern, und die Korinthern, die waren eifrig nach den geistlichen Gaben. Interessanterweise sagt er nicht, ja, vielleicht sollt ihr nicht so sehr eifern nach den geistlichen Gaben. Nein, er sagt das nicht, er sagt noch mehr. Er sagt, so strebt danach, dass ihr überreich seid. Ne? Das heißt, in anderen Worten, klar gesagt, sucht die noch mehr, sucht die geistlichen Gaben noch mehr zur Erbauung der Gemeinde. Das ist das Ziel, der Bau der Gemeinde. Seite 84. Heute werden wir das Thema, die Gaben des Heiligen Geistes, nur zusammengefasst betrachten. Warum? Weil eigentlich ist das Thema geistlichen Gaben, wie schon vor ein paar Sekunden erwähnt, zur Erbauung der Gemeinde. Dann könnte man uns fragen, ja, aber ist das Thema des ersten Jahres der Jüngerschaftsschulung nicht die eigene Erbauung, die Erbauung des Glaubenden? Ja, und da ja, muss ich sagen, okay, wenn wir jetzt die geistlichen Gaben haben, natürlich ist das für uns ganz persönlich auch besser, wenn wir die geistlichen Gaben haben. Und da das ganze Heft über den Heiligen Geist handelt, wäre das jetzt ein bisschen fehlerhaft, wenn wir die Gaben des Geistes nicht zumindest jetzt ganz zusammengefasst touchieren. Was sind die geistlichen Gaben oder die Gaben des Heiligen Geistes? Er befähigt uns, Dinge zu tun, die wir vorher nicht konnten. Okay? Der Heilige Geist schenkt uns die Kapazität, die Fähigkeit, Sachen zu tun, weiterzugehen, zu wachsen, mehr Macht im geistlichen Bereich zu bekommen und Sachen zu tun, die wir vorher nicht wussten, die wir vorher nicht studiert haben, die wir vorher nicht geübt haben, schenkt er uns diese Kraft. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 11. Stefan, würdest du mal diesen Vers vorlesen auf Seite 84? Nein, nein, da steht 1. Korinther 12, 8, 12, 11. Entschuldigung, ich habe falsch gesagt. 1. Korinther 12, 11. Ja, Halleluja. Der Heilige Geist, er schenkt die Gaben jedem persönlich, wie er will. Da wird auch dieses Wort betont, was ich vorher gesagt habe, persönlich. Die Gaben des Geistes, die sind zur Erbauung der Gemeinde, aber sind auch persönlich. Das heißt, die betreffen uns ganz persönlich. Dieses Thema wird ausführlich im Neuen Testament ausgelegt. Es werden ihm sogar ganze Kapiteln gewidmet, wie 1. Korinther 12, Römer 12 und Epheser 4. Ne? Das könnt ihr zu Hause mal nachschlagen. Nicht jetzt, ich sage jetzt. Diese ganzen Kapitel. Das heißt, da spricht der Apostel Paulus, weil da Korinther, Römer und Epheser Briefe vom Apostel Paulus sind, über die Geisten,
über die Gaben des Geistes. Ne? Er redet drei Kapitel lang. Und interessanterweise habe ich am Sonntag gepredigt über das Gottesdienst und habe auch gesprochen über das Gottesdienst im Alten Testament und ist mir aufgefallen, dass im Alten Testament 45 Kapitel, das heißt vom Ende 2. Mose, 3. Mose ganz und Anfang 4. Mose, 45 Kapiteln wird beschrieben, wie dieser Tabernakel, diese Stiftshütte gebaut werden sollte. Und in ganz, ganz vielen Details wird beschrieben, wie die aussehen sollte und wie die Gottesdienste sozusagen, wie die kultische Handlungen oder wie die Priestern sich anziehen sollten und was die machen sollten und ganz im Detail. 45 Kapitel. Und im Neuen Testament steht gar nichts über Stiftshütte oder Tempel oder Gottesdienst. Ne? Das Wort Gottesdienst erscheint im Neuen Testament, aber nicht in Bezug zu Versammlungen von glaubenden Christen, sondern in Bezug zu dem Alten Testament, um zu sagen, die Gottesdienste des Alten Testaments sind nicht mehr gültig. Nur in diesem Bezug erscheint das Wort Gottesdienst im Neuen Testament. Denn im Neuen Testament ist der Gottesdienst das ganze Leben vom glaubenden Christ. Aber drei Kapitel hat der Apostel Paulus gewidmet für die Geistesgaben. Und was sind die Geistesgaben? Das sind die Art und Weise, wie der Heilige Geist die Gemeinde baut. In anderen Worten, hier finden wir der Leitfaden, der uns erklärt, wie eine Gemeinde gebaut werden soll, in welcher Art und Weise, das heißt unter der Leitung des Heiligen Geistes und in der Kraft seiner Gaben. Halleluja. Halleluja. Nächster Titel, der Heilige Geist teilt Gaben aus. Ist ganz wichtig, das hier zu verstehen, ganz deutlich zu merken, dass die Gaben des Geistes sind von dem Heiligen Geist gegeben in, sagen wir so, wer sie aussucht, ist er selbst. Wenn wir jetzt, sagen wir, theoretisch gesagt, wenn wir jetzt, wenn ein Kind seinen Eltern sagt, Papa, zu Weihnachten möchte ich bitte eine PlayStation oder so, ne? Und dann zu Weihnachten bekommt er eine PlayStation oder so, dann hat er natürlich Einfluss genommen über die Geschenke, die er bekommen hat. Ne? Aber am besten wäre, wenn, sagen wir so, wenn die Eltern selber die Geschenke aussuchen. Und der Heilige Geist, er sucht sich die Gaben aus, die er uns geben möchte. Natürlich können wir das auch beeinflussen irgendwie, indem wir dem Heiligen Geist sagen, bitte, ich möchte diese oder jene Gabe. Können wir auch tun. Aber im Grunde gießt der Heilige Geist die Gaben aus, wie er will. Persönlich, aber wie er will. Und interessanterweise in 1. Korinther 12, Vers 22 bis 24 steht, dass diejenigen, welche von Natur aus weniger begabt sind, wahrscheinlich die, die am meisten Geistesgaben bekommen. Ja, natürlich, das ist so. Leute, die sagen wir, von Natur aus mehr begabt sind, natürlichen Gaben haben, natürliche Talente haben, talentiert von Geburt aus oder aufgewachsen in einem Haus, wo sagen wir, so viel gefördert wurde und viel in der Schule gelernt, etc., sehr intelligent und so weiter, der sagen wir so nicht so viele geistlichen Gaben braucht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Unsinn geredet habe, aber mir fällt es schwer, das jetzt zu erklären. Im Grunde ist das so, die Menschen, die nicht so gute Chancen gehabt haben im Leben, normalerweise größere geistliche Gaben bekommen. Ich denke, das ist eine Art Gerechtigkeit Gottes. Ja, das schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, dass es so ist.
Und die Schlussfolgerung ist, dass geistliche Gabe zu bekommen kein Zeichen von Heiligkeit ist. Ja, das müssen wir ja ganz genau aufpassen. Es gibt Leute, die ganz offensichtlich, es gibt Leute, die ganz offensichtlich geistliche Gaben bekommen haben, zum Beispiel der Prophezeiung oder Heilung. Ja, zum Beispiel ganz deutlich, die beten für einen Kranken und er wird gesund. Und die Prophezeiung, die sagen Worte der Prophezeiung und diese Worte werden erfüllt. Und dann viele ziehen den Schluss, dass diese Menschen heiliger sind als die anderen. Dass diese Menschen bessere Karten vor Gott haben sozusagen, weil sie heiliger sind oder mehr beten oder irgendwas, ne? Moralisch bessere Menschen sind. Aber das ist nicht der Fall. Ein moralisch besserer Mensch zu werden, ist Frucht des Geistes, keine Gabe des Geistes. Hier müssen wir den Unterschied verstehen. Der Heilige Geist, er kann uns Heiligkeit nicht schenken, weil Heiligkeit, Heiligung kommt aus uns selber. Wie kann ich das sagen? Der Heilige Geist, er beeinflusst uns zur Heiligung, er versucht uns den Weg zu zeigen, aber ob wir diesen Weg laufen oder nicht, ist unsere Entscheidung. Und darum ist ein Frucht des Geistes. Frucht heißt, ne, so wie ein Baum braucht Wasser, braucht Sonne, um die Früchte zu tragen, so wir auch. Wir brauchen den Einfluss des Heiligen Geistes, aber die Früchte tragen wir selber. Ob wir moralisch bessere Menschen sind oder nicht, das hängt von uns selber ganz sehr von uns selber aus. Das ist kein Geschenk. Das bekommt niemand geschenkt, ne, dass er früher ein Sünder war und nach der Bekehrung so ganz quasi gegen seinen Willen jetzt nicht mehr sündigt. Ne? Da muss unser Wille schon mitmachen. Ja, das heißt, wir müssen aufpassen mit Propheten, mit Menschen, die die Gabe der Heilung haben, dass die auch, wenn wir einer von uns diese Gaben bekommt, dass wir nicht locker lassen, dass wir nicht denken, ja, ich habe doch die Gabe der Prophezeiung, das heißt, ich kann jetzt locker lassen, weil Gott hat schon bestätigt, dass ich genügend heilig bin. Das müssen wir aufpassen, das ist nicht der Fall. Es gibt viele Propheten, die dann auch gesündigt haben, gefallen sind. Ja, das heißt, die hatten eine große Gabe Gottes, wie zum Beispiel Simson. Ja, der hatte eine große Gabe Gottes, aber er hat trotzdem gesündigt. Aber trotzdem hat Gott seine Gabe nicht zurückgezogen. Oder Saul, ne? Saul ist auch so ein Fall. Er hat gesündigt, er hat vieles Böses getan, aber trotzdem hat er auch verzeiht, ne? Ja. Ja, im Grunde irgendwie stimmt das schon, dass wir dann so mehr beten sollen, wenn wir die geistlichen Gaben wollen. Der Apostel Paulus sagt, trachtet nach den Gaben, dann sollen wir dann auch mehr beten, uns öffnen, uns bereiten für die geistlichen Gaben. Okay, ist wichtig, sollen wir tun, aber das hängt immer noch vom Heiligen Geist ab. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, wenn du jetzt 5 Stunden betest, dann bekommst du eine Gabe des Heiligen Geistes. Ne? Das ist nicht so automatisch. Einige Leute beten jahrelang, andere beten Tage, ne, um die Gaben oder eine Gabe des Heiligen Geistes zu bekommen. Wie viele Gaben gibt es? Seite 84. Auch ganz wichtig. Der Apostel Paulus hat in verschiedenen Stellen Listen von Gaben platziert. Und es gibt Leute, die dann hingehen und zählen und sagen, ja, es gibt 20 Gaben, die anderen sagen, es gibt 13 Gaben, die anderen sagen, es gibt 9 Gaben. Alles Unsinn. Weil alle diese Listen, die sind nicht vollständig. Und ich
versuche das jetzt mal zu beweisen, dass diese Listen nicht vollständig sind. Einfach, dass in 1. Korinther 12, Vers 9 und Vers 28 steht Gaben der Heilungen. Gaben der Heilungen, das heißt im Plural. Es ist nicht eine Gabe der Heilung, sondern mehrere Gaben der Heilungen. Und was zeigt das? Es gibt mehrere Gaben. Es gibt mehrere Gaben der Prophezeiung, mehrere Gaben der Heilung, mehrere Gaben der Evangelisation, mehrere Gaben der Predigt, etc. etc. Weil einfach der Heilige Geist in einer anderen Art und Weise jeder Mensch befähigt. Ja, wenn jetzt ein Mensch eine Gabe der Heilung hat, ich sage mal Menschen, die gelähmt sind, zu heilen, aber er betet vielleicht für einer, der eine Erkältung hat und der wird nicht geheilt. Ne? Das heißt, jeder, der eine Gabe bekommt, bekommt sie anders als der andere. Und wer die Gabe der Evangelisation hat, der eine hat eine Gabe der Massenevangelisation, der andere hat eine Gabe der Traktatenausteilung und etc. Jeder hat eine Gabe, die vielleicht als eine bestimmte Gabe klassifiziert wird, aber im Grunde ist sie anders, weil wir anders sind und der Heilige Geist arbeitet anders in jedem von uns. Der Heilige Geist arbeitet nicht mit Schablonen. Ne? Das ist seine Natur. Der Heilige Geist ist kreativ, Gott ist kreativ und er macht nie das Gleiche in der gleichen Art und Weise. Er arbeitet immer neu. Ja, und dann. Jeder bekommt von Gott eine besondere Gabe. Und das ist nicht so. Aha. Danke, Stefan. Danke. Ja. Ich habe das auch schon gesehen, weil viele Leute gesagt haben, dass zwar eine und dieselbe Gabe gehabt, aber jeder hat dann für eine bestimmte Sache gebetet. Also man sieht das dann, dass es tatsächlich so ist. Ja, darum studieren wir auch, ne? Darum studieren wir diese Bibeltexte und die uns das deutlich machen. Ja, darum ist wichtig, dass jeder auch seine Gabe entdeckt und seine Gabe wahrnimmt und dass wir nicht versuchen, Gaben von anderen zu kopieren, dass wir nicht auf den Gedanken kommen, schauen auf die anderen Leute, auf andere, die Gaben haben und sagen, ja, ich möchte auch so eine Gabe haben. Und versuchen, die nachzuahmen oder so, oder sagen, Gott, gib mir die Gabe, die der Bruder Isaias hat oder so. Ne? Das wäre nicht richtig. Ne? Gott will uns Gaben geben, aber immer ganz besonders. Er möchte uns gebrauchen und er möchte uns auch überraschen. Und auch diese Gaben sind nicht jetzt Arten, wie wir mächtig werden, aber immer, wie wir Gott verherrlichen. Wenn jemand eine Gabe der Heilung hat, sollte es theoretisch dienen, um Gott zu verherrlichen und nicht die Person selbst. Aber manche missbrauchen das und Gott ist, sagen wir so, so gut und er erlaubt das. Ja, und wir werden hier auch ein bisschen später werden wir lesen, Matthäus 7, 22 und 23, da steht auch ein Text, der darüber spricht. Aber jetzt lass mich mal über die Arten von Gaben sprechen, Seite 85. Ganz wichtig, wie viele verschiedene Arten von Gaben es gibt. Hier habe ich vier gelistet. Erste Gabe, Dienst, Nächstendienst, Bedienung, Diakon. Das heißt Menschen, die auch eine Gabe bekommen haben, andere zu dienen, ganz konkret, denen Essen zu geben, denen Kleidung zu geben und so weiter. Ämter der Gemeindeleitung, älteste Aufseher bzw. Pastor,
Das sind auch Berufungen, die, sagen wir so, Gott durch die Gemeinde macht, Menschen zu rufen, um Gemeinde zu leiten, zu organisieren. Punkt Nummer 3, Dienste zur Gemeindegründung und Bau. Hier geht es nicht um Gemeindeorganisation, aber geht es um Gemeindebau im Sinne von Evangelisation, Seelsorge, Lehre und diese Sachen, die nötig sind, um eine Gemeinde zu gründen und geistlich am Leben zu halten. Punkt Nummer 4, Wunderkräfte. Da können wir hier ganz viele listen, aber hauptsächlich geht es um Prophezeiung und Heilung. Ist wichtig, dass wir da das unterscheiden. Das heißt, Leute, eine Person kann zum Beispiel jetzt eine Wunderkraft bekommen zur Prophezeiung und, sagen wir so, ein Dienst für Gemeindegründung, zum Beispiel der Evangelisation und vielleicht ein Dienst der Bedienung als Diakon oder so. Ne? Das heißt, eine Person kann verschiedene von diesen Diensten bekommen, Ämter, Wunderkräfte, verschiedene von diesen bekommen. Gleichzeitig oder nicht. Ne? Niemand muss alle Gaben haben, aber jeder hat mindestens eine. Habt ihr das kapiert? Niemand kann alle haben, niemand muss viele haben, aber jeder hat mindestens eine. Ja? Ganz klar. Halleluja. Halleluja. Seite 85 unten, die geistlichen Gaben gelten heute weiterhin. Ne? Ist auch wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, die geistlichen Gaben, die waren nur beschränkt auf das Neue Testament oder die anderen sagen es noch schlimmer, nur auf den Aposteln. Alles Unsinn. Es gibt Leute, die sagen, dass die geistlichen Gaben nur beschränkt waren auf die Leute, die Pfingsten erleben haben. Ne? Dann sehen wir zum Beispiel hier, der Apostel Paulus hat diese ganzen Kapitel geschrieben, 1. Korinther 12, Römer 12, Vers 4. Er hat es geschrieben und Apostel Paulus hat sich 7 Jahre nach Pfingsten bekehrt. Er hat Jesus angefangen zu folgen, 7 Jahre nach Pfingsten und hat diese Briefe einige Jahrzehnte nach Pfingsten geschrieben. Und hat diese Briefe an 3 Gemeinden gesendet, welche geografisch weit auseinander lagen, Rom, Korinth und Ephesus, ne? Und sicherlich nicht ausschließlich von Menschen bestanden, die am Pfingsten gegenwärtig waren. Ne? Das heißt, hier ist ganz klar, die geistlichen Gaben sind nicht nur für die Leute, die Pfingsten erlebt haben. Und, soweit wir wissen, wohnte kein Apostel in Korinth. Zum Gegenteil, die meisten Mitglieder dieser Gemeinde waren aus dem Heidentum. Und trotzdem schreibt Paulus über die Gaben, fördert, dass man sie sucht, obwohl dort viel Unsinn getrieben wurde mit den geistlichen Gaben. Ne? Interessanterweise schreibt der Apostel Paulus dieses Buch, dieses Brief an den Korinthern. Und wir lesen zwischen den Zeilen, dass es dort viel Durcheinander, viel Unsinn, viel falsche Lehren gelehrt wurden. Aber der Apostel Paulus, was tut er? Er sagt nicht, hört auf mit den geistlichen Gaben, mit der Prophezeiung, hört damit auf, könnte er sagen, aber er hat es nicht gesagt, sondern er fördert die Korinther. Ne? Ja, wenn jetzt die geistlichen Gaben nur den Aposteln gelten würden, könnte er sagen, hört zu, unter euch gibt es keinen Apostel, das heißt, hört auf mit geistlichen Gaben. Aber nein, was schreibt er? Trachtet nach den Gaben. Es wird immer deutlicher, dass die geistlichen Gaben nicht nur an diesen Leuten beschränkt wurden, Apostel oder Menschen, die am Pfingsten gegenwärtig waren. Die geistlichen Gaben waren an alle Glaubende bestimmt. Und das wird deutlich zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 7 und Vers 11. Jeden, wo er das Wort jeden benutzt. Vers 13, das Wort alle. Vers 18, die Glieder, jedes einzelne Glied. Ne? 25, die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Das heißt, dass alle Glieder des Leibes
Jesu, alle, ne, glaubende Christen, die haben Gaben, die bekommen die Verantwortung, füreinander zu sorgen. Vers 27, jeder. Ne, und da dieses ganze Kapitel um die geistlichen Gaben handelt, sehen wir, dass dieses jeder und jedem und alle und jedes Einzelne sich bezieht, dass jeder, um zu beweisen, dass jeder die geistlichen Gaben oder eine geistliche Gabe mindestens bekommt. Das ganze Kapitel handelt darum, dass jeder einzelne Mitglied der Gemeinde wichtig ist und Gaben hat und arbeiten soll. Und auch Epheser 4 betont diese Tatsache 6-mal. Das könnt ihr zu Hause nachvollziehen, lesen. Ne? Epheser 4, wie viel, wie oft da in diesem Kapitel solche Worte wie jedem, alle und jedes Einzelne oder jedes Lied und so weiter, wie oft dieses Wort benutzt wird, um deutlich zu machen, dass die geistlichen Gaben jeden Einzelnen betrifft, die der voll des Heiligen Geistes ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber die geistlichen Gaben, die wurden gegeben, um beweisen, dass Gott mächtig ist, dass Gott heilt, dass die Leute geglaubt haben, dass die Leute an Jesus glauben sollten. Aber heute brauchen wir das nicht mehr, weil wir schon das Neue Testament haben. Aber das stimmt nicht ganz. Das heißt, sicherlich dienen die Gaben wie Heilung und Prophezeiung zur Evangelisation. Aber in diesen drei Kapiteln, die ich schon fünfmal genannt habe, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, in diesen drei Kapiteln ist nicht das Thema geistlichen Gaben als Beweis für die Kraft Gottes, für die Evangelisation, sondern zum Gegenteil wird gesprochen, dass die geistlichen Gaben Werkzeuge sind zur Erbauung der Gemeinde. Es geht um völlig was anderes. Geistlichen Gaben sind Werkzeuge zur Erbauung der Gemeinde. Halleluja. Okay. Das bringt uns zur Frage, welche Kraft treibt die Gemeinde heute? Ganz wichtig, ne? Das heißt, wenn Menschen sagen, die geistlichen Gaben, die gibt es nicht mehr, müssen wir dann zum Schluss kommen, dass die Gemeinde heute nicht mehr durch die geistlichen Gaben erbaut sind, sondern was? Sondern durch was? Welche wäre die Alternative zu den geistlichen Gaben? Die Alternative wäre die menschliche Intelligenz. Ja, menschliche Weisheit. Und darum müssen wir uns fragen, was treibt unsere Gemeinde? Sind es die geistlichen Gaben oder ist die menschliche Weisheit und Intelligenz? Es gibt diese zwei Alternativen. Da heute Gemeinde erbaut und strukturiert werden müssen. Natürlich, es gibt Leute, die sagen, ja, man braucht keine Gemeinde, man kann zu Hause beten etc. Aber das stimmt nicht mit dem Neuen Testament. Das Neue Testament lehrt uns, Gemeinden zu bauen. Und auch heute sollen wir Gemeinde bauen. Und wenn wir davon ausgehen, Gemeinden müssen gebaut werden, dann müssen wir uns sagen, in welcher Kraft, in welcher Art und Weise. Ne? Es gibt Leute, ne, die behaupten, dass die geistlichen Gaben nicht mehr gibt. Dann, ich sage mal so in ihren Worten, stelle mir das vor, sie sollten meinen, dass früher der Heilige Geist durch seine Gaben die Gemeinde erbaut hat und heute die Menschen Weisheit, die Kraft und Menschenkraft sie erbaut. Das ist natürlich Unsinn. Wenn der Heilige Geist die Gemeinde vor 2000 Jahren erbaut hat, dann will er auch heute die Gemeinde erbauen. Logischerweise sind es immer Menschen, die die Gemeinden erbauen. Natürlich kommt der Heilige Geist jetzt nicht in der Form von irgendwas und erscheint hier wie ein Engel oder so und erbaut die Gemeinde. Nein, natürlich sind immer Menschen, die Gemeinden erbauen, aber die Frage ist, welche Kraft ist hinter dieser Menschen? Ist die eigene Kraft, die menschliche Kraft oder die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Geisteswirkungen? Ne? Natürlich sollte es die Kraft des Heiligen Geistes sein, das wäre richtig, aber nicht immer ist das der Fall, aber
Bei uns sollte es so sein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Gaben und Heiligung, ja, habe ich schon ein bisschen angesprochen. In Korinth gab es viele Gaben des Geistes, aber auch viele Probleme moralischer, familiärer und gemeindlicher Natur. Weil die haben eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Die haben gedacht, ja, wenn wir Geisteswirkungen haben, dann brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen um die moralische Situation. Ganz falscher Gedanke. Ganz falscher Gedanke. Sie meinten, wenn jemand eine Gabe hat, dann hat er die Erlaubnis, um gravierende charakterliche Fehler nicht zu korrigieren. Ja? Paulus erklärt, dass die gute Grundlage für die Geisteswirkungen die Frucht des Geistes, das heißt die Liebe, ist. Wir wissen, was ist die Frucht des Geistes? Die Liebe. Und darum schreibt er ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 ist die Liebe, die Frucht des Geistes. Ich habe schon vorher gesagt, die Frucht des Geistes, die Liebe, ist die Grundlage, die persönliche Grundlage. Darum haben wir auch hier auch früher studiert. Wir haben dieses Heft, 13 Lektionen, und die Frucht des Geistes ist, ich suche hier gerade, die vierte, ne? Seine Wirkung auf die Persönlichkeit. Das heißt, die Frucht des Geistes ist, sagen wir so, die Grundlage für später die Geistesgaben. Und darum schreibt Paulus 1. Korinther 13, einfach das zu betonen. Ne? Gesundheitsthema. Einfach um das zu betonen. Die Geistesgaben, die Liebe ist die Grundlage für alle Geisteswirkungen. Ohne Liebe ist alles nur Theater. Die Bibel erzählt von Menschen, die Geistesgaben hatten, aber ihr Charakter und Benehmen nicht geändert. Zum Beispiel Saul. Ne? Saul wurde von Gott abgelehnt, trotzdem hat er noch prophezeit. Das können wir in 1. Samuel 15, 22 bis 28, 19, 20 bis 24 lesen. Jetzt Matthäus 7, Verse 22 bis 23. Wolfgang, würdest du bitte diesen Abschnitt lesen? Halleluja. Vielen Dank. Ja, ein ganz wichtiger Text, sollen wir auch richtig verstehen. Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger diese Wundertaten machen. In seinem Namen, Leuten heilen, Dämonen austreiben und so weiter. Davon ging Jesus aus. Es gibt Leute, die heute so weit gehen und alles so umdrehen, die sagen, ja, siehst du, jeder, der heilt und prophezeit, der wird von Jesus verworfen. Nein, nein, nein. Das ist eine völlig falsche Situation, die heute in Gemeinden gibt, dass Menschen die Geistesgaben ablehnen und sogar so weit gehen und sagen, anhand von Matthäus 7, Vers 22 und 23, dass Menschen, die Weissagen und Dämonen austreiben, keine Christen sind, ne? Falsche Christen sind. Ne? Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Jesus ist davon ausgegangen, dass seine Nachfolger Weissagen und Dämonen austreiben. Jesus ist davon ausgegangen, und das ist ein Zeichen, ein guter Christ zu sein. Normalerweise, wenn man prophezeit, weissagt und Dämonen austreibt, normalerweise. Aber es ist nicht immer. Das hat Jesus damit gemeint. Wir sollen nicht uns stützen und sagen, ja, ich weissage, ich prophezeie und dann, das ist ein Zeichen, dass ich gerettet bin. Nein, das ist nicht ein Zeichen, nicht eine Garantie, dass jemand gerettet wird, wenn er weissagt und Dämonen austreibt. Die meinen nur, wenn man so ist wie die und auch diese
Genau. Jesus gesagt, und dann werde ich bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Ja, Jesus wird bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weiß von mir, ihr Gesetzlosen. Das heißt, Menschen, die sich keine Gedanken gemacht haben, wie Jesus möchte, dass wir leben. Welche Gesetze möchte Jesus, dass wir folgen? Das heißt, wir machen nicht unsere eigenen Gesetze für unser Leben, sondern wir haben die Gebote Jesu, wie wir leben sollen. Und die haben wir zu folgen. Sei es? Im Neuen Testament ist mit Gesetz eigentlich normalerweise die 10 Gebote gemeint, also das Gesetz des Alten Testaments. Und Jesus hat auch gesagt, dass das Gesetz damit erfüllt wird, dass man den Nächsten liebt. Also das heißt, so wie du gesagt hast, Frucht des Geistes, die Liebe. Das ist ja die Grundlage. Also ja, das heißt, ja. Nur wir müssen hier aufpassen, weil es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann aus Liebe töten. Ne, oder ne, zum Beispiel ein bekannter Sänger in Brasilien vor 20 Jahren, als Scheidungen noch nicht so sehr verbreitet waren, hat sich scheiden lassen von seiner Frau und hat dann ganz groß drucken lassen auf der Revista, Zeitung. Also auf der Zeitung, unsere Trennung ist ein Liebeszeichen. Oder ein Zeichen unserer Liebe. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich lasse mich scheiden aus Liebe oder ich töte aus Liebe oder ich stehle aus Liebe oder so. Und dafür brauchen wir die Gesetze, zu sagen, nee, das wird nicht gemeint, wenn man sagt, liebe deinen Nächsten. Ne? Das ist die Zusammenfassung der 10 Gebote. Ist eine Zusammenfassung der 10 Gebote, aber die 10 Gebote, die sind nicht auf den Kopf gestellt durch die Liebe, sondern die bleiben in der gleichen Richtung. Ne? Die zeigen in der gleichen Richtung, dass wir nicht stehlen sollen, dass wir nicht Ehe brechen sollen, nicht töten sollen, nicht gierig sein, etc. Das alles annulliert die Liebe nicht, die bestätigt das alles. Ja, okay. Gaben sollen gesucht werden, Seite 87. Wir können nicht bestimmen, welche Gaben wir bekommen. Okay, habe ich schon gesagt. Der Heilige Geist lässt sich nicht erpressen. Aber wir können, lass mich mal ein anderes Thema noch hier, dieses Thema machen. Darum ist es Unsinn, versuchen, die Gabe zu erlernen. Ne? Das heißt, da der Heilige Geist seine Gaben austeilt, wir können bitten, aber es ist Unsinn, versuchen die Gaben zu erlernen durch Schulungen. Ja, das heißt, es ist nicht richtig, wenn wir jetzt eine Schulung machen für Prophezeien. Ja. Komm und lerne Prophezeien. Ja. Das wäre ganz gegen den Sinn der Bibel. Oder Schulung für Heilung. Ne? Komm und wir bringen dir bei, wie du Menschen heilst durch Gebet oder so. Ne? Das ist nicht im Sinne der Bibel. Die Gaben sind Geschenke des Heiligen Geistes und können wir nicht erlernen oder erzwingen, ne? Wie auch schon gehabt haben, der Fall, wo Leute die Hand auf andere gelegt haben und gesagt haben, sprich jetzt in Zungen, ne? Als könnten wir das jetzt erzwingen oder aus unserer Entscheidung tun. Ne? Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist schenken möchte, dann schenkt er das. Und wenn er das nicht schenken möchte, dann können wir es nur bitten, aber wir können nicht sagen, du musst jetzt in Zungen sprechen. Ne? Das ist sogar, sagen wir so, das beleidigt den Heiligen Geist. Wir können, sollen, nach die trachten. 1. Korinther 14, 1. Ne? Trachtet nach die geistlichen Gaben. Oder 1. Korinther 12, 31a. Isaias, würdest du da mal bitte lesen? 1. Korinther 12, 31a. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Ja. Zwei Worte, die hier das betonen, dass es wichtig ist und dass wir das mit Kraft tun sollen. Strebt. Streben, ne? Was ist Streben?
Esaias, der weiß von der Schule, Streber, ne? ist normalerweise negativ betont, ne? Aber wir sollen streben, ne? nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und er stellt noch ein Adjektiv hier auf diesen Streber, das schon stark ist, eifrig. Strebt eifrig. Das heißt, auch ne, das Streben noch Eifer tun. Das heißt, ganz, ganz stark sollen wir nach den vorzüglichen Gnadengaben streben. Das heißt, es gibt verschiedene Gnadengaben. Es gibt einige, die, sagen wir so, besser der Gemeinde dienen und anderen, die nicht so sehr der Gemeinde dienen. Ja, ne? Ja, ich würde sagen, die einen sind übernatürlich, die anderen nicht. Ne? Vielleicht denken manche, guck mal, der kann heilen oder kann bezahlen. Also bei mir in der Gemeinde gibt es ja auch jetzt jemand oder selbst dazu, oder da wird ja auch die Gabe der Prophetie benutzt, um da, ja, so Menschen damit zu heilen und so. Ja. Seine Gabe. Und nur das eine ist übernatürlich. Letztendlich macht beides Gott. Aber da kommt immer so der Verruf, also nicht in meine Gemeinde, sondern so der Eindruck überhaupt, wenn man so in den Schwung guckt, ah, der ist ja ganz groß und so, was wir gerade besprochen haben. Also. Aha, ja. Und die Gabe, die der Apostel Paulus hier meint, ist die Gabe der Prophezeiung. Und im Kapitel 14, 1. Korinther 14, erklärt er, was die Gabe der Prophezeiung bedeutet. Und das bedeutet, dass wenn eine Person, die nicht bekehrt ist, im Gottesdienst reinkommt oder in der Versammlung reinkommt, dann hat eine Person, die die Gabe der Prophezeiung hat, kann hingehen und kann sprechen, so dass diese Person, die nicht bekehrt ist, spürt, dass die Botschaft. Ja, und in 1. Korinther 14, da steht noch was anderes, das ist ein bisschen peinlicher. Der sagt, dann werden die Sünden dieser Person offenbart. Und sagen wir so, wer hat heute noch Lust, Sünden anderer Menschen zu offenbaren? Wer heute das tut, der bleibt nicht lange Mitglied einer Gemeinde. wenn er anfängt, die Sünden anderer Menschen zu offenbaren. Aber, ja, das dass... Ja, erlebt, dass das, ja, den Propheten dann die Sünde genannt und den Sohn, das war schon ganz böse. Ja, das war zur Zeit des Neuen Testaments so und sollte auch heute sein. Natürlich, dafür brauchen wir sehr großen Fingerspitzgefühl. Wir müssen die Leute nicht bloßstellen. Nur was ich damit gemeint habe, ist, dass heute denkt man oder denken viele, dass die Prophezeiung heißt, Gutes zu prophezeien. Das Prophezeien, dass jemand geheilt wird oder dass jemand ein neues Haus bekommt oder ein neues Auto oder viel Erfolg haben wird in den Geschäften oder solche Sachen. Und das ist ein Zeichen für falsche Propheten, wenn jemand zu viel in dieser Richtung redet. Ne? Wenn jemand sehr viel in der anderen Richtung spricht, also das heißt, die Leute zur Bekehrung ruft, zur Buße ruft, dann ist es schon sagen wir, eher ein Zeichen für ein guter Prophet, ein Prophet Gottes. Ne? Ja. Und der letzte Absatz, wir brauchen keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben, natürlich brauchen wir nicht, ne, weil er ist gut wie Gott, ne, alles was gut kommt von Gott. Zum Gegenteil, beängstigend wäre, sich nicht in sein Werk zu beteiligen. Beängstigend wäre. Das heißt, es gibt Leute, die haben Berührungsängste mit den geistlichen Gaben und die sagen, ja, besser, ich suche diese geistlichen Gaben nicht, dann erspare ich mir viele peinliche Situationen, ne, zum Beispiel Prophezeiungen über Sünden anderer Menschen oder solche Sachen.
dann erspare ich mir das und bleibe lieber sitzen in meiner Ecke. Aber das ist nicht im Sinn Gottes. Gott freut sich überhaupt nicht, wenn Menschen sagen, ich bleibe lieber sitzen in meiner Ecke und lasse die anderen die geistlichen Gaben haben. Ich begnüge mich, um ein untätigen Mitglied der Gemeinde zu sein. Das ist überhaupt nicht im Sinne Gottes. Beängstigend wäre, sich nicht in seinem Werk zu beteiligen. Matthäus 25, 30. Ja, was steht da? Isaias, willst du mal vorlesen, hier die Bibel aufschlagen, Isaias, und Matthäus 25, Vers 30 mal vorlesen, wo wir sehen, dass es beängstigend ist, sich nicht beteiligen, sich nicht aktiv beteiligen als ein Diener Gottes, ein Diener der Gemeinde. Hast du es gefunden? Ja. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, seht ihr, was Jesus gesagt hat? Der unnütze Knecht wirft raus. Der unnütze Knecht wirft raus. Das heißt, wenn wir Gott nicht dienen, wenn wir Gott unnützig sind, nicht nützlich sind, das ist schlimm, das ist nicht neutral. Wir können nicht sagen, ja, ich tue nichts gegen Gott, nichts für Gott, ne? Und erwarten, dass Gott noch uns noch loben wird oder jemand loben wird, wenn er so denkt. Nein, das ist falsch. Wir müssen positiv für Gott sein, proaktiv. Der Isaias hat ein neues Wort gelernt diese Woche, was das Wort proaktiv bedeutet. Weißt du noch, Isaias? Ja, dass man selber Initiative ergreift, dass man Das wäre das Gegenteil von proaktiv. passiv, also dass Reaktiv. ja, reaktiv, also dass man proaktiv ist, dass man sich nicht durch die äußeren Umstände dazu verleiten lassen muss, sondern dass man selber tut, ohne es direkt zu müssen. Ja, in anderen Worten, man entscheidet, was man tun soll, man entscheidet, man hat. Man betet oder man liest aus der Bibel, du sollst so und so handeln und dann tut man das auch. Wenn auch die Umstände, sagen wir so, uns in eine andere Richtung drängen. Und eine Person, die reaktiv ist, die tut immer nur, was die anderen von ihnen erwarten. Und Gott mag nicht solche Leute, die immer nur tun, was die Nachbarn oder die anderen denken. Aber Menschen, die gehorchen, Gott gehorchen und tun und aktiv in sein Werk sind. Ne? Beängstigend wäre, sich nicht in sein Werk zu beteiligen. Wir sollen das ganz stark hier in uns aufnehmen, diese Aussage. Sich beteiligen im Reich Gottes, das erwartet Gott von uns. Dafür hat er uns auch als kreative Wesen, als schaffende Wesen geschaffen. Halleluja. Halleluja. Lass uns die Aufgaben machen. Isaias, willst du hier die erste Frage lesen?